Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis, der Spezialist für seilunterstützte Höhenarbeit, Industrieklettern und Höhenrettung. Ein stimmungsvolles Abendspiel, Bierduschen aus purer Ekstase und der sechste Heimsieg in Folge. Die SGD reitet zurzeit auf einer immer größer werdenden Erfolgswelle durch die zweite Bundesliga. Ich freue mich einfach riesig, dass wir 3 Punkte holen konnten. Das sind 3 Punkte zu unserem großen Ziel, das ist sehr, sehr wichtig. Das war jetzt eine gute Mannschaft, gegen die wir gut gespielt haben, sehr diszipliniert gespielt haben. Trotzdem, wie gesagt, demütig bleiben, bodenständig bleiben. Der Zweitliga-Aufsteiger feierte nach dem Abpfiff der Partie gegen Hannover 96 am späten Samstagabend zusammen mit den Fans bereits den 3. Sieg im 4. Pflichtspiel der noch jungen Saison. Dynamo Dresden ist unter der Leitung von Cheftrainer Alexander Schmidt weiter ungeschlagen und steht aktuell auf Platz 2 der Zweitligatabelle. Ja, grundsätzlich war es natürlich der perfekte Start. Also ich glaube, hätte uns das vorher jemand gesagt, das hätte jeder blind unterschrieben. Wir haben einiges dafür getan, natürlich, logischerweise. Aber fühlt sich natürlich super an, dass es jetzt so losging. Wir spielen momentan ganz gut, wir sind noch nicht am Ende. Ich glaube, da ist noch viel, viel mehr drin. Wir haben sehr viel Potenzial, wie angesprochen. Sehr, sehr viele auch junge Spieler, ein guter Mix. Also ich glaube, oder ich bin mir sicher, wir werden eine richtig gute Saison spielen. Aber es ist natürlich jetzt vermessen, wenn wir sagen, es wird jetzt immer in der Art und Weise weitergehen. Aber ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl, dass das eine sehr positive Saison sein wird. Der Drittligameister und Zweitligaaufsteiger präsentierte sich von Spielbeginn an robust, konzentriert und souverän gegen eine Hannoveraner Mannschaft, die mit hohen Ambitionen in die Saison gegangen ist. Die Schmidt-Elf ließ nie nach, griff permanent giftig an, provozierte mit Dauerdruck Fehlpässe schon tief in der gegnerischen Hälfte und hauchte durch eine enorme Lauf- und Sprintbereitschaft über die gesamte Spieldauer immer wieder gefährlich vor dem Tor von Ron-Robert Zieler auf. Dynamos Top-Torjäger Christoph Daferner war einmal mehr der wichtige Führungstreffer vorbehalten. Und die Geschichte des Spiels schrieb letztlich Kapitän Sebastian May, als er 4 Minuten nach seiner Einwechslung zum vorentscheidenden 2:0 einköpfte. Nach dem Tor wusste ich halt, das war dieses befreiende Gefühl, okay, das Ding ist durch, ich glaube, hier brennt nicht mehr viel an. Und das war einfach unfassbar schön. Ich glaube, das war sehr, sehr speziell für mich auch und hat unfassbar Spaß gemacht, dort in die Kurve zu rennen und ein bisschen Ausgelassenheit zu sein und so ein bisschen zu jubeln. Und das ist einfach geil. Das Dresdner Fußballpublikum ist aus Tradition treu, leidenschaftlich und fanatisch. Vor allem dann, wenn die Mannschaft in bestimmten Phasen eines Spiels die Unterstützung der eigenen Fans am dringendsten braucht. Seit der Zuschauerrückkehr zu Saisonbeginn wachsen die Besucherzahlen auch im Rudolf-Habich-Stadion von Spiel zu Spiel an. Und das aus gutem Grund. Diese Dynamo-Mannschaft ist ein Versprechen für die Zukunft und eine Verführung in der Gegenwart zugleich. Denn mit unglaublich viel Herz, Leidenschaft und einer beachtlichen fußballerischen Qualität verwöhnt sie derzeit die schwarz-gelbe Fangemeinde. Ein Geben und Nehmen im Dynamoland, auf der Tribüne und dem Fußballplatz. Wenn du irgendwie als Defensivspieler eine geile Grätsche machst und da wirst du halt dafür gefeiert, dann bist du halt einfach, dann wächst deine Brust einfach. Und wenn du als Offensivspieler einen geilen Abschluss hast und alle rasten aus, dann wächst deine Brust genauso. Und das ist halt einfach das, was das ausmacht und das, was das die Atmosphäre hier auch ausmacht. Selbst wenn es jetzt nur, was weiß ich, wie viel es waren, 15.000 oder so, also vielleicht die Hälfte, aber hat sich auf jeden Fall mehr angefühlt. Ja, das elektrisiert einfach. Du kriegst einfach Gänsehautgefühle, wenn die da auf einmal dich pushen, dich aufheizen. Wenn da eine Aktion nach vorne kurz gelingt, zum Eckball führt, dann gibt das so einen kleinen Schwung, dann gibt das die zweite Lunge. Und das hat uns dann auf jeden Fall über die 90 Minuten hinweg getragen. Ich glaube, es waren ein paar Spieler dabei, die danach nochmal vielleicht einen Kübel gesucht haben nach dem Abpfiff. Aber das gehört einfach dazu und das nimmt uns einfach mit. Und das finde ich einfach überragend hier. Die Trainingswoche begann mit einer steifen Prise am Messering 18. Ein Wetter in der AOK Plus Walter Fritsch Akademie wie an der Ostseeküste in Rostock. Dynamo hat sich in den zurückliegenden Wochen schon gegen so manchen Sturm erfolgreich gewehrt und bereitet sich auch jetzt, ganz unabhängig von irgendwelchen Umwelteinflüssen, konzentriert und selbstbewusst auf das Duell gegen Mitaufsteiger FC Hansa vor. Wir wollen sehr, sehr viel investieren, wir wollen offensiv Fußball spielen
und uns nicht irgendwo einigeln. Und egal, ob das jetzt in Rostock ist oder hier bei uns zu Hause, wir wollen attraktiven Fußball spielen, auch mal eklig sein, aber tendenziell eher attraktiv. Ich glaube, dass wir schon sehen, dass mit der Intensität, die wir gerade auf den Platz bringen, dass wir viele vor richtige Probleme stellen können. Und wenn wir das so weiter auf den Platz bekommen, vor allem was die Intensität angeht gegen den Ball, dann ist das schon ziemlich eklig, glaube ich, aktuell. Nicht nur Chris Löwe besticht derzeit durch eine herausragende Form. Auch seine Mitspieler sind von Spieltag 1 in Liga 2 angekommen. Sehr gutes Niveau. Auffällig ist außerdem, dass sich in der Innenverteidigung der SGD mit Neuzugang Michael Solbauer und Vizekapitän Tim Knipping früh ein Duo gefunden hat, was echte Maßstäbe in der Liga setzt. Es ist noch zu früh, um von Bonucci und Chiellini der zweiten Bundesliga zu sprechen. Aber die Harmonie zwischen den beiden Dynamo-Profis ist offenkundig. Aber ich muss sagen, es funktioniert richtig gut. Ich glaube, wir sind da auf einer Wellenlinie, muss ich sagen. Ich glaube, wir haben beide ein ähnliches Spiel, das tut uns gut, wir verstehen uns gut. Es wird, glaube ich, jetzt auch noch besser werden, aber ich bin natürlich sehr froh, dass das so gut funktioniert. Und ja, ich hoffe natürlich, dass es so weitergeht. Auch in Rostock braucht es wieder eine gute Leistung der gesamten Mannschaft. 2 Gegentore und 8 selbst erzielte Treffer in 4 Pflichtspielen. Eine starke Bilanz für einen Liga-Neuling, der zusammen mit mehr als 1000 Dynamo-Fans nun auch zum Ostduell nach Rostock mit unstillbarer Gier nach Toren und Punkten reist.